Hallo liebe Hobby-Tunnelbauer, hier sind wir wieder mal. My Time at Sandhawk. Yo, wir sind hier bei Fred, dem Tunnelbauer, oder was er sonst noch alles macht. Der nächste bauen wir auch noch einen Flughafen wahrscheinlich. Wir können alles. So, der geheimnisvolle Mann ist erschienen. Ja, brauchen wir was von dem, weiß ich nicht. Lädt das denn wieder so spät alles hier? Post haben wir keine. Also können wir in Ruhe an unserem Zeug hier weiter werkeln. Ah, wir haben diesen leckeren Fischbrei. Ja. So, was haben wir hier? Ein Haufen Zeug recycelt. Ja. Eisen brauchen wir so oder so wieder. Haben wir auch was rausbekommen? Okay. So, alles mal einsammeln, was wir hier so haben. So. Die Schmiedemaschine. Die haben wir ja natürlich auch fertig. Können wir irgendwas machen? Was jetzt relativ simpel ist. Aha. Noch so Dinge. Warte mal. Wir haben ja. Moment, wenn ich. Ja, wir haben auch diese Dolche. Die könnte man natürlich auch mal verkaufen. So, kommen hier noch irgendwas? Ja. Die will jetzt. Die brauche ich selber, Grace. Was will die damit? Will die in den Krieg ziehen? Kalksteinziegel. Die kann ich nicht machen. Das habe ich noch nicht. Versteinerte Holzbretter. Das können wir machen. Und hier die Schalltafeln könnten wir auch machen. So, dann haben wir wieder ein bisschen Geld verdient. Und Demo, was machst du denn hier jetzt hier in der Maschine? So, suchst du einen Knochen? Wenn du gerne Knochen suchst, dann geh mal weiter ausgraben. Juhu! Los, los, lauf! Lauf, mein kleiner Freund! So, eine Gürteltasche. Können wir auch mal wieder machen. Ich glaube, dieses Windspiegel war auch ganz gut als Geschenk geeignet. Ne? So, das könnten wir auch noch mal machen. Leinenteppich. Was mache ich damit? Vielleicht bringt er noch Werte. Dann bräuchte man Raustuch. Und hört sich eigentlich nicht sehr bequem an, wenn man da über sowas läuft. Raustuch. Bleibt man drin hängen. So, mit so einem Ding kann man wahrscheinlich Hobbits fangen. Bleibt mit den haarigen Füßen drin hängen. Und ist hier immer Staub an der Stelle? Ah, wir haben noch Wasser. Ist okay. So, wir brauchen noch Stahlrahmen. Wir brauchen Gusseisenstangen. So oder so. So. Gusseisenstangen, versteinerte Holzbretter können wir noch drei machen. Und hier brauchen wir Stahl. Okay, haben wir nicht. So, wir müssen ein bisschen Zeug einsammeln gehen. So. Dann gehen wir erstmal zu Noodles. Noodles. Mu. Wie sieht's hier aus? Ja. Zu futtern hat er noch. Alles da, ja, 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 ja. Wir wollen ihn auch nicht verwöhnen, sonst wird er noch eingebildet. Was ist denn hier für eine Herde? Mit denen los? So, dann gehen wir mal hier zu unserer beliebten. Ach, hier ist Nemo. Okay. Was bellt der da so fröhlich an? Okay, gehen wir mal hier hin und sammeln mal ein bisschen Ressourcen. Die kriegen wir diese schönen Schaltkreise, wenn wir Glück haben. Nein, nicht saugen, Fred, du Dudel. Fred, der Dödel. Jetzt ist mal. Ja, die Eisenachse muss ich auch noch machen, aber ja, also. Ich habe es mal einen Tag nicht gespielt und dann schon alles wieder vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Das Ding macht so einen Krach hier. Die Höhle leuchtet aber auch ganz schön provozierend da drüben. So. Kunststoff, Hammer. Haben auch ein bisschen Ausdauer zurückgekriegt. Jetzt gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Mal Aluminium. Da haben wir auch jetzt einiges. Auf Vorrat, da brauchen wir nichts. Das brauchen wir eigentlich nicht so oft. So, momentan jedenfalls. Hier haben wir nochmal Fasern. Die bringen auch gutes Geld. So, weg damit. So, und hier Maschinenteile. So, das auch.
Was haben wir noch? Gummi müssten wir eigentlich genug haben, aber das geht da jetzt relativ fix weg. Brauchen auch weniger Ausdauer dafür, weil es jetzt schneller geht. Das ist auch ein Vorteil. So, dann klappt man noch den Bus hier weg. Das geht jetzt auch sehr viel schneller. Sehr angenehm. Kupfer, Eisen, Bronzestangen. Sehr schön, danke. Was haben wir dafür einen Boost gekriegt? Ja, ist gut. Jetzt hör auf, Fred. Wenn der einmal dran ist, ja, kann ich mal aufhören, Junge. So, was haben wir denn da jetzt? Geh weg. Wir haben Glücksbonus. Das haben wir sowieso. Zweiter Wind. Und Sterne sind günstig. Also wir haben jetzt richtig Glück hier beim Buddeln. Okay. Habe ich noch nicht so gemerkt, aber ja. Oh, wir haben Gold gefunden. Okay, das ist also echt ein Glück. So, hier haben wir aufgeräumt. Bläumchen. Blum. So, warte mal. Da läuft Rocky rum, dann machen wir das Ding hier noch weg. Ein bisschen Blutsteine. Schadet auch nicht. Ein bisschen Hartholz. Da ist echt... Da ist am Buddeln, der kleine Racker. Okay. Dass er hier echt so rumläuft und buddelt. Ist auch lustig. Oh, Sandreis. Schrimps. Nehmen wir mal mit. So, und um es einfacher zu machen, kauft mir hier noch ein paar Rohstoffe. Huch. Hallo, Crystal. Howdy. Howdy. Was bist du so laut? Ich und Rocky stehen den Leuten, die für uns arbeiten, sehr nah. Als ich den kleinen Pebbles bekam, sie sich wirklich für uns eingesetzt, indem sie uns auf uns aufgepasst haben und so weiter und so fort. Sie sind wie ein Komitee, wie Paten oder sowas ähnliches. See ya. Der Pate. Okay, wie du willst. Zinnerz. Was haben wir hier? 13% Rabatt. Okay. Dann investieren wir das mal. Kann ihr nicht schaden. Kupfererz haben wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Aber Kupferbarren kriegen wir auch so raus. So. Hier war da auch noch so ein Ding hier. Machen wir auch noch mal kurz weg hier. Klönk. So. Eisenschrott, Kupferschrott. Frupp. So, das ist auch erledigt. Ah, du stehst im Schatten hier. Okay, gemütliches Plätzchen hier. So, das haben wir auch. So, täglich Farming. Pflücken wir hier noch die Sandbeeren. Ein bisschen Kameltreibstoff und Angelmaterial. Oh, sind wir noch Tau bekommen. Das ist vielleicht der Glücksbonus hier. Hier noch was raus. Ja. Sind der Lavendel so hartnäckig? So. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Treibstoff. Holzreste haben wir auch. Okay. So, dann haben wir noch ein paar Grundlagen gesammelt. Flop. So, Coco ist auch hier und pennt. Okay. Die ganze Nacht durchgemacht, das Luder. Nein, nicht das Sofa aufnehmen. Ich will Coco aufnehmen, du dummes Programm. So. Nein! Ja, Gott. Ja, Coco, du hast es verstanden. Du bist aufgestanden. Juhu! Ich scheint ein bisschen müde zu sein. Komm, du gehst auch mal ein bisschen. Mach mal einen schönen Sammelauftrag. Genau, da freust du dich. Ach, ja, es ist alles nicht so einfach. So, jetzt können wir noch mal ein paar Stahlstangen machen. Ne, können wir nicht. Wir haben nicht genug Eisenerz. Nur gerade was. Haben wir keines gekauft eben? Da ein paar Kupferbarren können wir machen. Das ist aber auch alles. Das sieht wieder mager aus hier. Stahlstangen haben wir jetzt nicht viel rausgekriegt. So, jetzt können wir hier noch mal recyceln. Eisenschrott. Machen wir mal weiter. Mal ein paar Stahlstangen hier rauskriegen.
brauchen tue ich es eigentlich nicht. Wir machen das mal. Vielleicht können wir das nochmal verkaufen. So, das meiste hier ist jetzt in der Mache. Die sind fertig, sehr schön. Gusseisen. Da können wir jetzt zumindest eine machen. Auch schon mal was. Und hier machen wir nochmal Kupferdraht. So, zack. So. Schalttafeln brauchen wir Gummischalen für und brauchen noch Schaltkreise. Okay, aber da haben wir ja Zeit für. Das müssen wir alles sofort machen. So. Jetzt gucken wir erstmal. Jetzt haben wir an Missionen, die wir noch heute schnell erledigen können. Das können wir machen. Unserem besten Freund Penn. So, hier müssen wir noch weiter dran arbeiten. Flop. Mal gucken. Was haben wir jetzt da? Stahlplatten. Eisenplatten. Nieten. Schlabams. Wieder fertig. Sehr schön. Nieten. Ja, die müssten wir vielleicht auch nochmal auf Vorrat machen. Gummischalen brauchen wir. Die machen wir mal an dem hier. Kann man dem noch irgendwas machen? Noch ein Kupferdraht. Ne? Können auch nochmal Bronzenieten machen. Hey, mach halt jetzt so. Immer dieser Widerspruch. So. Hier noch irgendwas. Es gibt dann einen Boost hier. Da können wir ja mal machen. Haben wir das auch? So, Noodles, Noodles, was hast du denn produziert heute wieder Schönes? Ein kleines, ja, Geruchspröbchen. Sehr schön. Wo bist du denn hin? Okay. Ich sehe schon, du bist voller Tatendrang, Blümchen. Dann geht's mal wieder los hier. Flop. Dann schauen wir mal, wo sich Penn rumtreibt. Da hinten. Okay. Liegt eine Hilfsscheriff hier mitten auf der Straße? Miau. Miau, miau. Ja, gut, dann lieg einfach da rum, wie du magst. Was ist da oben? Was ist hier los? Alles versammelt? Justice Kopfschmerzen oder was? Ah, da ist er ja, unser Superheld, Penn. So, bitte sehr. Das gibt uns 39 Beziehungen und ordentlich Gold. Jo. Hey, Pupus, Fred, wie du siehst, bin ich viel in besserer Verfassung, als ich es war, als ich diesen Auftrag schrieb. Das bedeutet, dass ich meine Erholungsphase bereits hinter mir habe und dass ich bald enorme Zuwächse haben werde. Was im Bauch oder was freut dich denn? Das Protein, das du mir zur Verfügung gestellt hast, wird bald meine Muskelgewebe sein, und zwar höchstwahrscheinlich im Maximum de la Gluteus. Ich habe kein Wort verstanden, aber wir haben jetzt Freundschaft in der kompletten Stadt beschlossen. Ups. Okay, ui, okay. Das war ja jetzt ein Ding. Was ist ja da jetzt passiert? Okay, wie steht mir jetzt zu pennen? Mal gucken, wir kriegen ja da auch ein bisschen Boost. Dann, ja, dann haben wir auch unsere Beziehung zu dem Vogel hier verbessert. Das finde ich nicht schön. Aber gut, was sollen wir machen? Ah, da ist er ja. So, Freund. Okay, wir haben jetzt 5 zusätzliche Angriffspunkte bekommen. Okay. Das bedingt Glück, ja. Die lassen wir auch mal so. Gut, müssen wir weiter dran arbeiten. Mint läuft hier rum. Mhm. Okay, war schon immer sehr akribisch. Ich habe mir in der Schule immer seine Notizen ausgeliehen, weil ich mir sicher sein konnte, dass er auch das letzte Teil aufschreibt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ach, der Streber. So. Lass uns jetzt hier nicht aufhalten. Oh, der legt sich da einfach auf die Straße? Was ist es? Also, okay. Hallo, Justice! Immer wieder was zu tun. Hey, hast du gesehen, was ich in Auftrag gegeben habe? Ich meine, keine Eile, nur eine Sache von Leben und Tod. Keine große Sache. Ja? Okay. Was magst du denn hier? Bestimmt so ein Gesundheitsding. Oh, plus 18 gibt das. Okay, ja, stimmt. Ich glaube, das habe ich ihm schon mal gegeben.
Danke, Partner. Das ist sehr nützlich. Ich weiß, es ist wichtig zu wissen, wie du deinen Partner mit zusammenflicken kannst. Es kann da draußen wirklich hart werden. Aber wenn du weißt, dass jemand dir den Rücken stärkt, wird es dir gut gehen. Vor allem mit diesen hochwertigen Medizin. Okay. Ich hoffe, du musst nicht zu viel flicken. Wer weiß, was dabei rauskommt. So, zumindest haben wir auch keine geheimnisvolle Botschaft gekriegt heute. Okay, wir haben noch einen guten Abstand. Was steht denn da rum? Was für einen Auftrag hat er denn aufgegeben? Ach so, der will Segeltuch haben. Das ist mir so kompliziert. Das ist immer so teuer in der Herstellung. Der Ding da? Und was noch? Das hier? Tada! Da haben wir nochmal 7 Ruf der Werkstatt. Okay. So, das ist offensichtlich. Aber der Rest sieht ein Rätsel. Nee, das war jetzt so einfach. Soll ich jetzt veräppeln? Sonst brauche ich Jahre, um hier was zu finden. So, das ist schon wieder. Hier sind Knöpfchen raus. So, da verließen sie ihn. Das ist unmöglich zu schaffen. Das kriegt man nicht raus. Das ist hier oben. Okay. Und noch haben wir eine Chance zu versagen. Hier ist noch ein Ding. Was wir wahrscheinlich nicht finden, wenn doch da. Nämlich der Apple, das ist alles wieder viel zu einfach. Das macht ja keinen Spaß. Sowas, Frechheit. Wir brauchen jetzt hier so nix, oder? Die Dinger benutze ich ja eigentlich nicht. Wir haben 3% Rabatt. Wir haben ein bisschen Geld verdient. Würde ich es auch erstmal so lassen. Wir müssen unseren eigenen Kram herstellen. Das ist jetzt viel wichtiger. So. Reiten wir los! Wir müssten mal zum Hugo und diese komischen Schleifsteine kaufen. Beach! Ah, Hugo, wie geht's dir? Aha. Es ist gut, dass Heidi mehr nach ihrer Mutter kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit einer Tasse wie meiner herumläuft. mir fallen mit einem Kopf wie dein. Sieh ja! Der Hut ist auch viel zu klein, aber das sagen wir ihm nicht. Sonst ist er beleidigt. Hier die Dinger, ne? Wir haben bei ihm 23% Rabatt, das lohnt sich. Jo. Da können wir sogar noch ein paar Bronzestangen kaufen. Nochmal auf Vorrat so ein bisschen. So, ups. So. Hallo, Limoin, wer bist du überhaupt? Hä? Da laufen die viele Leute rum. Wer ist das überhaupt? Oh, da war schon einer fleißig. Oh, Kupfererz, Zinnerz, Eisenerz, Manganerz, Chromerz. Jo. Das hat er alles an dieser einen Stelle ausgebuddelt, der Kleine. Okay. So ein Ding. So, weil das so erfolgreich ist, können wir ja nochmal Fangspezial machen. Hm. Erstaunlich. So. Wups, wups. Die Schmiedemaschine. Schwert, aus Schild und Kro. Das können wir jetzt machen. Geil. Okay. Dann können wir aber kein Holz mehr ausliefern. Nee. Das müsste ja eigentlich besser sein als das hier, ne? Niveau 25. Was steht da? Verbrauchte Ausdauer 2. Ja, okay. Das ist 30. Ich würde gerne bei der Waffe bleiben, da habe ich mich einfach dran gewöhnt. Hm. Dann haben wir aber kein Holz mehr, ne? Hm. 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 Was haben wir hier? Das raue Tuch ist fertig. Was haben wir denn diesen komischen Teppich jetzt hier? Da können wir auch nichts mitmachen. Hm, hm, hm. Segeltuch? Was wollt ihr haben? Segeltuch? Weil jetzt nicht mehr windig das Tuch. Gibt zu viel Tücher, da blickt doch kein Mensch mehr durch. Raus, du Wolltuch. Mein Gott, ich bin ein Tuchhändler geworden. Dieselfasern. Es gibt hier, ich blicke nicht mehr durch. Hä? Blöd, wo ist denn jetzt? Wolltuch, windig das Tuch, Leinenteppich. Hier ist er doch, Mensch, warum sagt das denn keiner? Leinenteppich. Gut, machen wir den mal. So, mal sehen, was man damit machen kann. Entweder kann man ihn in die Brühe legen, kriegt noch mal ein bisschen was für, oder ist ein schönes Geschenk. Der möchte Segeltuch haben. Oh.
Haben wir jetzt genug Jute dafür? Das ist immer das Problem mit der Jute. Dass ich die nie genug hatte bisher. Aber wir hatten ja jetzt auch ein bisschen was angepflanzt. Könnten wir machen, ne? Hier kann man ja keine zweiten Aufträge aufgeben. Ah doch, kann ich. Ach ja, also die fortgeschrittene Maschine, stimmt. Okay, dann können wir das auch annehmen. Die könnte ich hier jetzt auch verbessern, ne? Dann brauche ich noch Granitplatten und Chromstahllager. Ah. So, es läuft hier so halbwegs. So, wo haben wir denn unseren Axt aus Chrom? Ah, da brauche ich noch einen versteinerten Holzstock. Und Chromstahlstangen brauche ich auch. Chromstahlstangen kann ich nur eine machen. Na, ich kann nie alles machen. Verdammt, Herrgott. So ein Mist. So, die können wir jetzt hier eigentlich fertig dann machen. Chromstahllager. Okay. Die können wir machen. Die Gummidinger sind in Arbeit. So. Immer nur Arbeit. So, da können wir zwei jetzt von herstellen. Ja, gut, ist ja schon mal etwas. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Holz. Das geht uns leider auch aus. Und Mangan. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Ja, ja, wir brauchen einfach Ressourcen. Wir könnten zumindest das noch machen. So. Was können wir denn noch bauen? So langsam gehen uns die Sachen, die Ressourcen aus. Ach ja. Das brauchen wir für die neue Maschine. Ja, genau. Okay. Gut. Stahlplatte. Da brauchen wir auch Chromstahlstangen, Eisenriegel. So, was können wir davon schon mal? Das haben wir. Eisenriegel haben wir genug. Dann brauchen wir noch eine Chromstahlstange. Eine einzige. Ja, Mann. Das hilft nichts, Blümchen. Wir müssen mal wieder rumreißen hier. Also aus dem neuen Gebiet brauchen wir jetzt eigentlich keine Sachen. So. Wir müssen mal wieder zur Gecko Station. Es hilft nichts. Juhu, danke schön. Tschüss. Goodbye. Wo sind wir jetzt? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Ah. So, wir brauchen uns erstmal Holz. Also noch ein bisschen Holz klopfen gehen. Vielleicht das eine oder andere Boxerschwein, das uns im Weg steht. Da ist Holz. So, das Ding machen wir erstmal weg hier. Jetzt ein Boxerschwein. Ja, mit der Axt dauert es echt noch lang, was zu machen. Yes, das war ja. Uff. Was ist der Typ jetzt? Was? Was? Okay. Ja, gut. Hallo, Boxerschwein. Ich brauche mal kurz was von Ihnen. Hallo, guten Tag. Hey, so nicht. Zack. So, grobes Leder haben wir nochmal bekommen. Zwei, den kann ich gut gebrauchen. Hier kleine Dornhüpfer. Zack. Hier haben wir
haben wir auch erledigt. So, Blümchen. Und dann läufst du wieder rum. Ach, wir haben gar keine Möglichkeit mehr für Loot hier. Gut, dann war es das im Grunde. Wir haben auf jeden Fall jetzt Holz. Das müsste für die Holzstöckchen reichen. Und den Rest müssen wir uns dann morgen holen. Wir müssen jetzt erstmal unser Köfferchen leer machen, sozusagen. Wieder zu viel Zeug eingesammelt. So. Auf geht's. Zack. Schwumps. Und wieder zurück. Zumindest dauert das nicht zu lange alles. Tschüss. So. Läuft denn da Pebbles allein rum? Achso, da hinten ist Crystal. Deine Haustiere haben die Aufgabe erfüllt. Oh, sehr schön. Dann war unser Vögelchen auch schon fleißig. Ich will hier runter. Ja. So, manchmal. Na, Nemo. Hast aber wieder fein gemacht. So fein rumgebuddelt. Hä? Braves Hundi. Gucci, Gucci, Gucci. So. So, dann kannst du dich hinlegen und pennen. So, mal hier ein bisschen sortieren. Ah, schon zu viel Kram mit mir rum. Eigenheimveränderungsset. Eigentlich auch nicht dabei haben. Was haben wir denn hier noch alles? Ah. Haben wir keinen Platz für? Okay. So, da haben wir noch zwei. Obwohl, die brauche ich dann noch. Jetzt sind auch Ideen, muss ich nicht mit mir rumschleppen. Zopp. Angeln müssen wir erstmal nicht. Dann gucken wir mal, was unser Eulchen hier gefunden hat. Sandbeeren, Kaktusfrüchte, Federn und Sandreis. Okay. Auch nicht schlecht. So. Mal gucken. Ja, können nichts machen. Nur eine Krummstahlstange. So, was fehlt hier jetzt noch? Die eine Chromstahlstange. Rams. So, den haben wir auch fertig. So, wie viel fehlt denn da eigentlich noch? Wir brauchen noch einmal die Stahlstreben und noch drei Stahlplatten. Oh Mann, ey. Uff. Wir brauchen noch eine Gusseisenstange. Komm, wir machen. So. Der pennt, okay. Ja, soll er ja auch. Die wird dann fertig, dann können wir das machen. Hier brauchen wir noch Schaltkreise. Dann haben wir das auch. Das können wir uns aber dann morgen holen. Dann können wir nochmal zu Eufaula. So, wir haben auch... Ups, nee. Bleh. So. Wobei das jetzt der geheime Zulubann, den haben wir gar nicht gesehen hier. Tja. Ich sehe den gar nicht hier, muss ich sagen. Und der rumläuft. Ja, das ist interessant. Ja, vielleicht ist er auch schon in sein Haus oder was? Keine Ahnung. Na gut, können wir auch machen. Gehen wir ihm in die Haie. Hier eh nichts mehr läuft. So, das haben wir wieder verwertet. Noch ein bisschen Gummischrott. Ist das auch erledigt? So. So, das läuft alles hier. Das ist auch fertig. Yeah.
So, wir haben jetzt Segeltuch. Dann können wir das hier auch fertig machen. Zack. Und diesen tollen Teppich habe ich jetzt. Frete Teppichweber hier. Leinenteppich. Der gibt 8 Angriff. Aha. Ja. Der Leinenteppich des Angriffs. Er kennt es nicht. Er wird nicht morgens von seinem Leinenteppich angegriffen. Dann fällt mal hin, hat sich ein Zeh gebrochen. Ja, naja, das sind ganz heimtückische Biester. Liegen so harmlos rum und dann, wups, haben sie einen. Der Leinenteppich. Wer hätte das gedacht? Ja, gucken. Können wir den hier liegen? Boah, der ist aber. Der ist aber nicht klein hier. Da kein Platz für dieses Riesending. So nicht. Muss ich mal hier ein Stelzfried? Nee, jetzt zeigt er das nicht an. Da müssen wir den so als Fußabtreter für die Tür vielleicht legen. Nee. Ups. Dann legen wir den woanders hin, oder? Gehst du nicht zurück? Red, du Nase, geh zurück. So. Oh, wir haben keinen Kraftstoff mehr. Okay. Dann ist hier so als Eingangsteppich. Ja. So, Fußabtreter. Sind wir da knallbunt hier so langsam? Okay. So, wie sieht es jetzt hier aus? Maximaler Schaden, okay. Angriff ist das hier. Leinenteppich gibt 8. Jo, okay. Jetzt sind wir durch Teppiche hier zum Angriffsmonster. Was du denn da? Trinkst du aus dem Ding oder was? Ach, du Grünen. Okay. Wir haben keinen Saft mehr hier. Was ist hier passiert? Okay, wir haben zu viel produziert. Wir haben auch massig Energiekerne hier. Komm, Bumsala. So, auf Wiedersehen. Und das Wasser auch verbraucht. Ja, das geht noch. So. Okay, dann machen wir heute Feierabend. Wir haben jetzt den Teppich des Todes und dann gehen wir ins das Bett des ewigen Schlafes und dann noch wiedersehen. Das Licht ist aus, oder? Nee, es geht an. Das war so dunkel. Ja, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Ich bin so müde.